unsere erste Nacht im Auto ist vorbei. In der wunderbaren Fox Avenue. Außer dass hier morgens ein paar Leute vorbeifahren und hupen, stehen da noch 1, 2, 3, da hinten 4, 5, 6, 7 andere Backpacker-Autos. So. Und jetzt latschen wir zur Agency, um uns einen Job zu besorgen. Und wir suchen eigentlich Arbeit. Wir waren eben bei einer Agency und jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Da war keiner da, genau. Agency ist zu, weil wir gekommen sind mal wieder. Egal wo wir hinkommen, alle Leute sind weg. Oder? Ja. Und jetzt latschen wir mal weiter. Gleich besorgen wir noch Wir suchen jetzt Sushi. Ich habe das noch nie gegessen und ich wollte das jetzt mal probieren. Du auch? Ich habe schon mal gegessen. Willst du es trotzdem noch mal probieren? Ja. Gut, da kannst du Bambus kaufen. Wir haben jetzt Sushi gefunden, so einen lustigen, wo das Essen rumfährt. Voll lustig. Stefan, was nimmst du? Keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme da sowas hier. Was ist denn das? Ich habe jetzt sowas hier. Der Fremd hat sowas. Fast das gleiche. Er isst das aber, glaube ich. Ich glaube, er isst das falsche. Du musst das alles zusammen essen. Und Stäbchen nimmt man in eine Hand. Aber ich kann das. Es gibt keine Gabel hier. Ich kann das, ich bin Profi. Ich schmeiß das nicht runter. Er versucht gerade. Jetzt probieren wir noch sowas. Das riecht aber recht unangenehm. Das andere hat richtig gut geschmeckt. Und ein letzter Teller. Das schmeckt so Hammer. Oder? Musst du sagen, dass du es lecker findest? Ja. Schmeckt nicht, schmeckt. So, wir haben Sushi gegessen. Sind durch die Stadt gelaufen. Haben uns bei einer Agency gemeldet. Läuft bei uns. Genau. Läuft. Ja. Und sonst gibt es nicht viel mehr zu sagen. So, ich sitze jetzt hier in Parramatta und habe in 10 Minuten ein Interview. Ich hoffe, das klappt. Denn irgendwann brauchen wir Arbeit. Mal sehen. Die Leute gucken mich blöd an. Wenn ich mit der Kamera rede. So, ich bin hier am Strand. Ich habe jetzt endlich Arbeit. Ephraim noch nicht, aber es wird sich, denke ich, mal in den nächsten Tagen ändern. Wir sind jetzt ein bisschen am Strand. Und ja, warten natürlich auf die Antworten von den anderen CVs, die wir losgeschickt haben. Jobsuche ist schon echt anstrengend. Nur kurz so ein kleiner Einblick in das Ganze. Ist ein bisschen, das ist nicht so optimal, es sind viel Strömungen. Es wäre schon schöner, wenn das nicht wäre. Aber so geht das auch. Jo. Also sitzen wir jetzt hier am Stand, warten auf die Antworten von den anderen E-Mails, die wir geschrieben haben. Und dann, am Samstag fahren wir zu den Figure 8 Pools, heißt das. Werdet ihr dann im Laufe des Videos sehen, denke ich mal. Das sind
Foto. Wiederhol das nochmal. Was? Wiederhol, was du eben gesagt hast. Dann kann ich schon mal hingehen und dann können die ja nachkommen. Oder? Sehr gut. I dive in the frozen waves where the past comes back to life. Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time. Hold still right before we crash, cause we both know how this ends. A clock ticks till it breaks your glass and I drown in you again. You are the piece of me I wish I didn't need. Chasing relentlessly, I still fight and I don't know why. If our love is tragedy, why are you my remedy? If our love's insanity, why are you my clarity? Zaun. Da seht ihr Ephraim, wie er gerade versucht, jemanden ein Basketballspiel anzudrehen. Der Mann muss da jetzt reinwerfen und wenn er es nicht schafft, kriegt er nichts. Das ist ganz schön hart, wenn man da so kleine Kinder stehen hat und die nichts treffen und einen dann ganz mit Riesenaugen angucken und nichts kriegen. Und man auch sagen, ja, schönen Tag noch. Ja, wir wussten nicht, dass wir so einen Job haben. Ja, aber wir machen es ganz gut und ich denke mal, man lernt, man kriegt Selbstbewusstsein dadurch. Er verkauft hier schön an die Leute die Spiele. Ich mache das auch die ganze Zeit, aber ich habe gerade Pause. Da hinten steht er. Wir haben schon mega Sonnenbrand im Gesicht. Ja. So sieht das Ganze hier aus. Ich hätte mir nie erträumt, dass ich an einem blöden Basketballstand stehe und versuche, die Leute ranzulocken. Halb bescheuert. Aber was soll's. So. Nein. Falsch, nicht zoom. Stopp. Wir sitzen jetzt hier am Bahnhof. Hauptbahnhof von Sydney. Oder Central Station. Essen ein Sandwich nach diesem wunderschönen Tag. So sieht übrigens der Zug aus. Von der U-Bahn. Ja. Für den Niedneller. So sieht ein Zug auf Niedneller. Bald sind wir beim Auto und dann können wir schlafen gehen. Und morgen ziehen wir
tatsächlich. Thanks, dear. Soll man was sagen? Nö. Einfach nur essen. 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 Ein ganz böser Tosser. Der Vogel hat gerade die McDonalds-Tüte aus dem Mülleimer geholt, runtergeschmissen und zerkleinert. Und jetzt ist er weggeflogen, weil er mag die Pommes nicht. Was? Er mag die Pommes nicht. Die sind ihm zu kalt. Ja, sie sitzt da. Wo sitzt er denn? Da unten. Wo fordert er irgendwas anderes?